sind wir in der entscheidenden Phase. Wir haben jetzt alle Pläne vorbereitet. Wir haben jetzt zwei Projekte vor der Nase. Einmal hier den Highlander und zum anderen den Neubau des Bahnhofs unserer Kultachterbahn Nessie. Und jetzt müssen wir das mal kurz durchgehen. Das Ganze ist natürlich ein Bauprojekt mit ziemlich vielen Herausforderungen, denn es findet in der Helix der Nessie statt. Da geben wir noch eins drauf, nämlich es ganz kommt in ein Areal hinein, in einen neuen Themenbereich hinein, der heißt Schottland. Und der wird dann den Bereich der Nessie insgesamt umfassen. Die Nessie bekommt einen neuen Bahnhof. Der Highlander wird das Ausrufezeichen des Hansaparks werden. 120 Meter hoch, 120 Kilometer schnell. Der größte und höchste Freifallturm mit abkippenden Sitzen. Das heißt freie Sicht bis zum Ende der höchsten Freifallhöhe von 103 Metern. Das ist Rekord in Deutschland und im Rest der Welt. Damit ein Freifallturm mit einer Höhe von 120 Metern überhaupt aufgebaut werden kann, braucht es ein stabiles Fundament. Und für dieses Fundament kommt schweres Gerät zum Einsatz. Der Bau geht aber auch mächtig in die Tiefe. Das Fundament besteht zum Beispiel aus 19 Betonpfeilern, die 28 Meter tief in den Boden reichen. Das Bohren kann beginnen. Diese Baustelle beeindruckt mit echtem Hightech-Gerät. Diese Betonpfeiler werden nicht einfach in den Boden gerammt. Die Bohrpunkte werden zentimetergenau austariert. Es könnte so einfach sein, aber keine Baustelle ohne Probleme. Abbruch. Es geht nicht weiter. In 17 Meter Tiefe trifft der Bohrkopf auf einen Findling und ist völlig zerstört. Der Zeitplan wankt. Schnelles Handeln ist gefragt. Über Nacht wird ein neuer Bohrkopf beschafft und an das Bohrgestänge angeschweißt. Das kostet Zeit und Nerven, aber der Einsatz reduziert den Zeitverlust auf ein Minimum. Die 19 Bohrlöcher werden leicht schräg gebohrt. Die Betonpfeiler müssen in unterschiedlichen Winkeln im Boden stehen, um so die Statik für den Megaturm und die auf ihn wirkenden Kräfte gewährleisten zu können. Der frische Beton steht schon bereit. Vorher wird das Eisengeflecht für die Bohrlöcher auf das richtige Maß geschnitten. Diese Länge zeigt uns ganz deutlich die Tiefe, die die Bohrlöcher erreichen. Auf dieser Baustelle werden wir noch viel Eisen sehen. Das Eisengeflecht wird in die Bohrung versenkt. Der Tower, der ist 120 Meter hoch. Das heißt also, Sie haben einen freien Fall auf 120 Meter Höhe. Und das Besondere daran sind auch noch die abkippenden Sitze. Das heißt also, Sie sitzen ganz normal aufrecht. Und wenn Sie in der obersten Position angelangt sind, dann kippen die Sitze nach vorne. Der Beton kommt und wird mit einem überdimensionalen Trichter ins Bohrloch geschüttet. Da geht schon einiges an Beton rein. Die erste Betonsäule ist im Boden, aber 18 weitere kommen noch dazu. Der Zeitplan ist durch den kurzen Stillstand sehr eng geworden. Jetzt muss alles gut gehen. Am Ende wird das Bohrgestänge, das bis jetzt die Höhle für Eisen und Beton war, aus dem Boden gezogen. Aber da war doch noch was. Uns fehlt noch ein ganzer Bahnhof. Die zweite Großbaustelle, der neue Bahnhof für die gute alte Nessie Achterbahn. Eine Baustelle auf engstem Raum mit einem ganz engen Zeitplan. Eine echte Herausforderung, die der Hansapark angenommen hat. Die Betonteile kommen Stück für Stück just in time auf die Baustelle und werden verbaut. Alle 19 Betonpfeiler sind trotz Findling und zerstörtem Bohrkopf im Boden. Jetzt wird die Baugrube mit Spundwänden fixiert. Ohne die Wände könnte die Grube in sich zusammenfallen und die Fundamente Schaden nehmen. Spundwände werden selten kreisrund gesetzt. Damit die Verzahnung genügend Stabilität bekommt, muss auf den Millimeter genau gearbeitet werden. Für die nötige Stabilität werden noch Stahlplatten zur Verstärkung der Verzahnung angeschweißt. Die Spundwände stehen, die Baugrube ist damit aber noch nicht fertig. Das Erdreich muss raus, jede Menge Eisen und Beton hinein. Ein ganz neuer Themenbereich wird entstehen. Highlander, Nessie, Schottland. Die Kultachterbahn bekommt mit dem neuen Themenschwung Schottland den passenden Bahnhof und den hat sie sich wirklich verdient. 7,78 Meter. Pi mal Daumen reicht nicht, also wird nochmal gemessen und natürlich, es passt. Die gleiche Baugrube, aber das Erdreich ist raus. Wir sehen die Spitzen der Betonpfeiler. Die müssen vom Beton befreit werden, damit die Eisenflechter später daran noch mehr Eisen befestigen können. Am Ende werden die oberen Spitzen der Pfeiler auf Maß geschnitten. Und hier kann man mal sehen, was ein feinfühliger Baggerfahrer mit seinem Gerät so machen kann. Ungefähr so 250 Kubikmeter Erde, die erstmal rausgebracht werden mussten. Danach kommt jetzt
das Ankerteil für den Turm rein. Und dieses Teil, das wiegt erstmal 4 Tonnen, das ist recht schwer, das ganze Teil. Und das muss auf den Millimeter genau eingemessen werden. Anschließend kommt jetzt hier das Moliereisen, das hier rumliegt auf diesen Haufen. Und anschließend wird das Ganze mit 250 Kubikmeter Beton aufgefüllt. Dazu aber im nächsten Block mehr. Es ist jetzt unglaublich viel passiert, obwohl man noch gar nicht so viel sieht. 19 Bohrpfähle sind mit allen Schwierigkeiten im Boden, mit abgebrochenen Bohrspitzen. Aber Gott sei Dank, es ist geschafft. Die Bohrpfähle sind drin, die Spundwand ist drin und wir haben jetzt die Sicherung der Baugrube. So, und jetzt hoffe ich, dass wir uns demnächst wiedersehen im nächsten Baublock im Hansapark.